Und wir beginnen mit unseren schnellsten Damen des heutigen Tages. Und da auch hier erst einmal mit dem dritten Platz. Heute war es für sie eine 41,35. Start für das Team Suprema TSV Mannheim, Franziska Fleck. Die Drittplatzierte wird noch gesucht. So kommen wir dann zu Rang Nummer 2. Im Trikot der LAZ Gießen, heute mit einer 38,59 als reine Nettozeit, Franziska Rachowski. So, da ist sie, Rang Nummer 2 bei den Damen. Und auch hier gibt es natürlich dann einmal die Präsente. Und auch die Drittplatzierte haben wir gefunden. Dann holen wir gerne die Franziska Fleck vom Suprema Team des TSV Mannheim hier mit auf die Bühne. Es ist halt auch schwer, hier durchzukommen im Hochsicherheitstrakt der Bühne. Und wir holen sie jetzt nach oben. Die Siegerin des Rotos-Szeners 2018 im Trikot der Roadrunners Südbaden, Nathalie Wangler. Gratuliere dir. 38,29 ihre Zeit. Spannendes Rennen bei den Damen, genau wie bei den Herren. Und hier haben wir erst einmal für unsere Fotografen bereitgestellt. Unser Podium, das Stockerl für unsere schnellsten Damen mit der Siegerin Nathalie Wangler, Rang Nummer 2, Franziska Rachowski und Franziska Fleck, Rang Nummer 3, die Top 3 Damen. Gerne mit eurem Applaus. Und Ihnen zur Seite stellen wir die schnellsten drei Herren und beginnen auch hier mit Rang Nummer 3. Für ihn heute war es eine 32,32 der Mann im Trikot des SV Reichenau, Jens Ziganke. Willkommen zu Rang Nummer 2. Am Ende war es eine 32,12 und das sicherte ihm den zweiten Platz vom Team Polonia Sroda, Adam Konicny. Ja, und unser Sieger, Platz Nummer 1, er kam, sah und siegte Nomen est Omen, startet in dem Trikot der LG Olympia Dortmund. 31,57 musste man laufen für den Sieg beim Rotos-Szener 2018, Patrick Meinecke. Und noch hier nochmal unser Podium bei den Männern, direkt neben den Damen stehend. Unser Sieger Patrick Meinecke von LG Olympia Dortmund, Ada Komanici auf 2 und Jens Ziganke auf Rang Nummer 3. 6 Protagonisten des Rothaus-Szeners 2018. Der Dank gilt hier unseren Protagonisten. Wir wünschen euch einen wunderbaren Samstagabend. Erholt euch gut. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder dabei seid, wenn es dann hier in die nächste Runde geht bei unseren 10 Kilometern in Mannheim.